Unser erster Veranstaltungstipp führt uns direkt in das Herzstück Schwetzingens, bei dem sich alles um das Thema Musik dreht. Hier im Schlossgarten erwartet die Menschen am Sonntag ein musikalischer Genuss. Bei den Konzerten von Klingende Schwetzing spielen Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg an den schönsten Orten der Anlage und erfüllen den Schlossgarten mit leichten Melodien. Empfangen werde ich von Sandra Moritz. Sie ist als Koordinatorin für die Veranstaltung im Schlossgarten verantwortlich. Mit ihr mache ich mich auf den Weg zum Apollo-Tempel. Von dem Tempel aus hat man die beste Sicht auf die Naturbühne. Sie ist einer der drei Veranstaltungsorte auf der Anlage des Schlossgartens, an dem die über 400 Schüler musizieren werden. Warum sehen wir denn jetzt hier noch nichts von der Veranstaltung? Ja, der Aufbau für diese einzelnen Aufführungsorte findet tatsächlich erst am Sonntagmorgen statt. Es wird auch keine Bühne in dem Sinne geben, sondern wir nutzen die Gegebenheiten, wie sie sind. Hier die Naturbühne am Minerva-Tempel, die leichte Anhöhe, sodass tatsächlich die Verbindung gegeben ist zwischen den Aufführungsorten, den Aufführungen als auch dem Schlossgarten. Band, Chor, Big Band und Theateraufführung erwartet die Besucher des Schlossgartens am Sonntag ab 11 Uhr, für den man nur den gewöhnlichen Parkpreis in Höhe von 8 Euro bezahlen muss. Für Kinder kostet der Eintritt die Hälfte. Beim Rundgang um den Bad Dürkheimer Gradiebau lernen die Besucher eine wechselhafte und dramatische Geschichte zugleich kennen. Vom Industriebauwerk zu einem der größten Freiluftinhalatorien Deutschlands. Und das Ganze überschattet von zwei Brandkatastrophen. Gästeführerin Kerstin Pontasch nimmt die Besucher dabei mit auf eine über 750-jährige Reise der Salzgewinnung. Die Maxquelle war das Zugpferd, das die Menschen Anfang der 1920er Jahre zum Gradierbau nach Bad Dürkheim lockte. Die dort hergestellte Mineralquelle wurde früher vermeintlich als Heilgetränk unter anderem gegen Leukämie verwendet. Was hier konkret passiert, ist, dass das Wasser hier runterrieselt. Und wir spüren es hier, es verdunstet. Ne? Es gibt sogar ein ganz kleiner Nebel, in dem wir hier stehen. Und das Wasser, was man hört, was unten ankommt, das ist konzentrierter. Der Salzgehalt wurde erhöht durch die Verdunstung und das nennt man Gradieren. Deswegen heißt dieses Gebäude Gradierbau. Die Führung durch den 333 Meter großen Gradierbau findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Die 1,5-stündige Erkundungstour mit Kerstin Pontasch kostet 9 Euro, Ermäßigte bezahlen 5 Euro. Kulinarischer und sportlicher Genuss erwartet die Menschen bei unserem dritten Veranstaltungstipp. Wer bei den heißen Temperaturen Lust auf Cocktails hat, ist hier am Wochenende in Frankenthal genau richtig. Denn da findet dieses Wochenende nicht das Strandbadfest, sondern das Strandbarfest statt. Und damit zum allerersten Mal. Mitorganisatorin des Events ist Beatrice Kalkbrenner von der TG Frankenthal. Es haben sich drei Riesenvereine hier in Frankenthal zusammengeschlossen und haben beschlossen, nach der Absage des Strandbadfests eine Alternative zu machen, und zwar das Strandbarfest. Und mit viel Live-Musik, Feuerwerk, guten Cocktails und einem Benefizspiel, was definitiv wert ist, vorbeizukommen. Das Benefizspiel beginnt am Samstag um 16 Uhr. Die Beachbar öffnet am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Erlös der Veranstaltung wird an eine Krebsstiftung gespendet. Auf ein erfolgreiches Wochenende!